Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, im heutigen Video sprechen wir ein klein wenig über Call of Duty Cold War. Da wurden neue Waffen, neue Karten und auch Killstreaks oder halt, ja, Spezialistenfähigkeiten geleakt. Und bevor ihr alle nachfragt, Jan Orbi wäre mit dabei, mehr oder weniger. Naja, wir starten direkt durch. Wir hätten unter anderem hier durch einen kleinen Trailer die Panzerfabrik geleakt bekommen. Der Trailer wäre dann nochmal für den Jubiläumskampf-Modi, der dann nur für die PlayStation erscheinen wird. Aber ja, der normale Zombie-Mode wird natürlich weiterhin beibehalten. Und da wäre nochmal hier die Barrett gefunden worden, dann noch ein paar Waffentarnungen dafür, unter anderem die M14, dann nochmal hier die Peppisher und auch die M60 wurde auf einigen Bildern schon gefunden. Aber ein weiterer wichtiger Punkt, wir haben noch ein Bild bekommen, wo die Killstreaks alle geleakt wurden. Mit Bilder, die werde ich auch noch heute ein klein wenig einbauen, ich hoffe ich kriege keinen Copyright. Naja, wir hatten hier unter anderem Feuerpfeile, Panzerweste, Flammenwerfer, Death Machine, den Annihilator und die Kriegsmaschine. Die Fähigkeiten kennt ihr alle noch von BO3 oder BO4. Ja, Spezialistenfähigkeiten werden erscheinen. Und dann hätten wir einmal hier die Furite, dann nochmal hier einen Marschflugkörper, dann Tiefflieger, dann Harp, eine verbesserte Drohne oder ein Blackbird, dann nochmal ein VTOL und am Ende hier ein Mutterschiff. Bedeutet im Klartext eine AC-130 wie ein ME3 in etwa. Ich glaube aber ein Vorgängermodell. Und ja, wir hätten wieder Spezialistenfähigkeiten mit dabei. Ihr kennt ja eh alle Call of Duty BO3 und BO4. Da waren die klein wenig nervig und immer Thema. Und ich denke mal hier in Cold War, ja, da werden die wahrscheinlich ein klein wenig angepasst werden. In der Alpha und in der Beta war hier die Kriegsmaschine total überpowered. Jeder hatte damit eine Nuke irgendwie. Und ja, ganz ehrlich, die war echt überpowered. Ich denke mal, die werden da noch ein bisschen dran schrauben, die ein klein wenig runternerven. Oder die anderen werdet ihr dann auch normal freischalten können mit weniger Punkten, wie ihr gerade bemerkt habt. Ich denke mal, weil die Feuerpfeile, wie beim Outrider, könnten eventuell weniger Schaden machen. Und wir hätten auch eine Panzerweste dagegen. Dann hätten wir nochmal eine richtige Panzerweste, eine Fähigkeit wie bei Crash. Die kann ich mir gut vorstellen wie eine Panzerkiste, die man auf den Boden droppt, die in ME3 früher, wo ihr dann eure Panzerplatten reinwirkt, wie in Feuertrupp oder wie in Warzone. Dann hätten wir unter anderem noch hier den Annihilator. Die Waffe wird wahrscheinlich eine Desert Eagle werden, die killt dann ja, in jedem Körperbereich One-Hit. Eine gute, starke Handfeuerwaffe, womit ihr Leute One-Hit killen könnt. Und die kann dann natürlich auch durch Wände dann Leute wieder killen. Ähnlich wie der Annihilator, nur halt eine andere Waffe. Der Flammenwerfer wäre nochmal ein Thema, viele werden da rummeckern, gleich wie bei der Death Machine. Aber ja, ich denke der Flammenwerfer wird wie in Volto 2 werden. Eine Killstreak mit weniger Reichweite, weniger Schaden, weniger Tank. Und die Death Machine, da habe ich echt keine Ahnung gerade. Wenig Punkte, eine starke Waffe, eventuell nur eine normale Minigun wie in Call of Duty Modern Warfare, wenn man Juggernaut tötet oder man eine Munikiste öffnet. Natürlich werden die Fähigkeiten gebufft und genervt im Laufe von dem Spiel, aber ich denke mal, am ersten Tag werden die hoffentlich mal nicht überpowered wie in BO4, wo dann jeder rumhatet. Ich würde mich schon darauf freuen, auf die Reaktion von Haptic, aber ja, abwarten. Die anderen Killstreaks finde ich relativ in Ordnung. Man kann drüber meckern, aber ein VTOL, Tiefflieger, geht eigentlich komplett in Ordnung. Und ja, wir hätten eine Art verbesserte Drohne mit dabei, nämlich hier Harp genannt. Eine Art Blackbird oder irgendein Tiefflieger, irgendein Bomber, der halt dann ja, die Karte aufdeckt. Wir hätten aber noch immerhin eine verbesserte Drohne reinbekommen. Kampfhunde oder eine Hundestaffel wurden leider noch nicht bestätigt. Könnten aber eventuell noch reinkommen, aber momentan am ersten Tag, wenn das Spiel erscheint, dann wahrscheinlich nicht. Naja, aber egal, ich finde es auf jeden Fall relativ cool. Gerne mal eure Meinung reinschreiben in die Kommentare, wie ihr die Killstreaks findet, die hier geleakt wurden. Und wenn ihr weitere Informationen und Quellen haben wollt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren vorbeischauen. Da habe ich natürlich nochmal einen Link für euch mit allen Informationen und Quellen. Und ja, gerne reinschreiben, eure Meinung drüber. Und schreibt gerne mal rein, welche Fähigkeiten gefallen euch relativ gut und welche könntet ihr euch gut vorstellen. Was wäre eure Meinung drüber, wie könnten es sich die entwickeln? Eure Meinung gerne einfach mal unten teilen in den Kommentaren und wenn ihr Bock habt, natürlich gerne auch mein Video beurteilen. Wie ihr das findet, wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, gerne Feedback abgeben, würde mich freuen, dann könnte ich mich ja verbessern. Und natürlich, wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe immer eine Menge Call of Duty Neuigkeiten auf meinem Kanal, eine Menge Gameplay und Tipps und Tricks. Wenn ihr noch neu vorbeischaut und ihr noch neu abonniert, dann gerne euch mal durchstöbern. Da habe ich eine Menge hochgeladen. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch immer gerne mitmachen. Wir freuen uns natürlich auf Call of Duty Cold War. Und an der Stelle würde ich mich dann mal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben, dann haut rein und goodbye.